man da durch? Ich glaube, wir müssen durch beide Zimmer hintereinander. Wenn das passt. Reicht. Es reicht. Aber haarscharf. Das sind alles Türen, die man von außen verschließen kann. Da jemand eingesperrt ist. Und wenn ja, wer? Wenn hier überall Kinderspielsachen rumliegen. Was ist das für ein Ding? Sind das Puppen oder sind das, eher solche wie wir in Tod? Ich fürchte Zweiteres. Okay. Was ist da oben? Sitzt da gerade so ein kleiner Zwerg drin? Ich müsste hier eigentlich irgendwas schieben oder ziehen, damit ich da hochkomme, oder? Ja, hier komme ich nämlich so nicht hoch. Heißt, ich müsste eigentlich hier die untere Kiste rausziehen. Aber das funktioniert nicht. Ist hier hinten noch irgendwas zum Klettern? Nee. Aber warte mal, da sind so Gitterkäfige. Vielleicht kann man daran hochklettern. Wenn das Licht weg ist. Das sieht gut aus. Aber ich wäre eigentlich gerne mal... Warte mal, geht das? Können wir nicht einfach hier oben rumlaufen? Ja. Wer bist du denn? Hat sie ihn gerade geknuddelt? Na. Aber auf dem Bild sind zwei kleine zu sehen. Wo ist der zweite? Folgt er uns jetzt? Ich glaube, er folgt uns. Kann er auch klettern? Nein. Ich glaube, er bleibt zurück. Ihr seid wirklich wie ein kleines Mädchen. Wer bist du denn? Zack, erst mal hingelaufen. Was?
Man muss halt mal gucken gehen. Ist da erst seit 3 Stunden draußen? Ich glaube, das ist seit gestern Abend draußen, das Spiel, oder? Meine ich zumindest. Das ist beunruhigend. Okay, Kinderhände und ein Auge. Schön. Und überall dieses komische Teerzeug. Vielleicht werden hier überall solche wie wir eingesperrt oder gefangen gehalten. Und die, die versuchen abzuhauen, da unten von dem Auge erwischt werden, die haben halt ein Problemchen. Geh auf. Geh auf. Komm schon, geh auf. Es geht nicht auf. Wer bist du denn? Oh mein Gott. Der hatte nur Arme und keine Beine. Hier schlafen Kinder. Oder? Doch, das sind Kinder. Ich wollte mich gerade vergewissern, ob die Kinder hier Beine haben. Man weiß ja nie. Wenn man jetzt gerade schon so einen wandernden Oberkörper gesehen hat. Schon echt ein interessantes Spiel zu sein. Ja, es ist interessant bisher. Keine Beine, gleich keine Schuhe, der wahre Horror. Ach, das wäre, glaube ich, dann das geringste meiner Probleme. Es sah gerade etwas verstörend aus. Der hatte auch so einen riesigen Kopf. Mich wundert, dass hier liegt, als überall sind so Zeitungssachen und so weiter, aber die können wir uns nicht angucken, ne? Läuft das Spiel bei euch eigentlich flüssig? Weil ich sehe, dass die Vorschau zwischendurch so ganz, ganz minimale Ruckler mal drin hat. Hunger?
Da sitzt jemand. Oh oh. Bist du? Bist du nett? Warum sitzt ein einzelnes Kind nachts in der Kantine? Das macht irgendwie keinen Sinn. Alles super flüssig. Stream läuft gut. Das ist schön. Wenigstens hängt hier diesmal niemand. Warum läuft ein kleines Männchen im gelben Mantel nachts durch die Gegend? Ich habe die Vermutung, dass, wie gesagt, da irgendwie Kinder oder... Ich weiß nicht, ob wir sind ja eigentlich kein Kind, oder? Wir sind zu klein für ein Kind eigentlich. Ich weiß gar nicht, was wir sind. Aber dass auf jeden Fall hier so welche wie wir gefangen gehalten werden, teilweise auch getötet werden. Und sie versucht abzuhauen. Nur das hier sind die Duschen. Sehr einladend. Okay, die können wir schieben. Ich werf's mal nicht runter. Ich weiß nicht, wofür wir es vielleicht noch brauchen. Ach, das ist der Schatten von den Kisten da oben. Ich dachte gerade, was ist das? Hier britzelt es wieder. Ich nehme an, wir müssen irgendwie nach oben. Oh, das war nicht ganz stabil. Sie wundert sich eher über ein Kind, das Hunger hat. Es war etwas unerwartet in dem Moment einfach. Das ist der einzige Grund. Na, zünd an. Sehr gut. Puh, knapp. Müssen wir hier überhaupt hin? Ich bin mir nicht so schlüssig, dass wir hier tatsächlich hin müssen. Ah, wir können die Kette hoch. Ach so. Dann macht's wieder Sinn. Wie weit nach oben geht's denn hier? Ich kletter einfach mal weiter. Okay. Da passiert nichts. Wie, die muss man füttern? Ja, verdammt, anscheinend. So, da vorne ist eine Leiter, aber ich versuche es einfach erstmal. Okay, die steht auch einfach nur rum. Nein, nein, oh Gott. Ja, jetzt fall am besten noch runter.
Nee, okay, da springt sie irgendwie immer rückwärts. Nicht zur Seite. Können wir uns hier lang... Nee. Können wir uns hier nicht langhangeln? Warum können wir uns hier nicht langhangeln? Okay, so funktioniert's. So, wir haben zwei Schalter. Okay. Und den können wir anscheinend nicht bewegen. Ah, jetzt können wir ihn bewegen. Und schwingen. Bock. Was auch immer es gerade getan hat. Ist wahrscheinlich einfach nur gegen die Wand getitscht, oder? Wir können es auf einer der Seiten wahrscheinlich runterlassen, aber wo macht es mehr Sinn? Wahrscheinlich auf unserer Seite. Nee, wir können hier nichts mehr tun. Schaffen wir es, umzuschalten und draufzuspringen? Oh, das war nicht komplett. Moment, ich hol's nochmal zurück. Harlekin, hi, guten Abend. Und willkommen zurück, Miss Craft. So, versuchen wir es nochmal. Laufen, springen. Ja, passt. Ah, das ist der Trick. Und hier werden wir wahrscheinlich ja, wieder Strom kappen müssen. Und müssen so ein bisschen rumprobieren, welche Schubladen man öffnen kann und welche nicht. Okay, die geht nicht komplett. Oh nein, das war zu weit. Oh Gott. Jetzt komme ich da doch nie wieder hoch. Verdammt. Haben wir hier noch was anderes, was wir irgendwie zum Raufklettern schieben können? Reinschieben bringt uns in dem Moment halt nichts. Mist. Ich hab's, glaube ich, versaut. Fettlaus, hi, guten Abend. Und Xulu, auch dir guten Abend. Erinnert mich ein wenig an Inside. Ja, das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Auch so die Grafik, ne? Also dieses Düstere. Ich weiß gerade nicht, ob ich das wieder hinkriege. Warte mal, kann ich da... Ah, oder so. Okay, wir können einfach rüberspringen. So, und jetzt müssten wir theoretisch... Ja, das klappt sogar. Und dann... Ja. Oh, jetzt ist aber Stockduster. Jetzt schnell. Nein, 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 oh Gott, nicht gegen die Kiste laufen. So. Wo sind wir jetzt? Erstmal speichern. Oh, da ist wieder ein Zwergi. Hol den mal raus. Wo
Wo läufst du hin? Ich glaube, wir hätten alle Zwerge aufheben können. Haben es aber vorhin bei einem vergessen. Und ich glaube, das ist irgendwie so Sammelobjekt wahrscheinlich, nach dem Motto. Würde ich mal tippen. Der folgt uns jetzt wieder, ne? Oder? Na, zumindest nicht durchs Gitter, okay. Vermutung liegt nahe, dass wir... Was zur Hölle ist das hier? Das ist halt irgendwie ein bisschen makaber. Und sie guckt es die ganze Zeit an. Oh Gott. Müssen wir da etwa dran springen? Ich fürchte, wir müssen da dran springen. Ja. Wir sind schwerer als so ein Stahlschrank? Wir sind doch so mini-klein. Wir sind halt wirklich mini-klein. Die Gartenzwerge sind sicher die Gremlins, die die Titanic versenkt haben. Oh nein, hier sind schon wieder diese ekligen Blutegel-Dingsies. Ich gucke erstmal, was hier drüben noch ist. Ob ich hier irgendwas verpasse. Hier oben ist auf jeden Fall eine Lücke. Können wir irgendwas hiervon schieben? Den hier nicht. Nee. Da oben ist auf jeden Fall so eine Lücke im Gitter. Aber wir können gerade nichts hier bewegen. Vielleicht müssen wir uns da drüben was anderes holen. An den Blutegeln vorbei. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Die Dinger sind so ekelig. Oh Gott. Oh Gott, die folgen mir über die Brücke. Ich bin mal weg. Aber hier waren wir doch eben schon. Es funktioniert so nicht. Ah, durch das Loch im Gitter kamen wir, ne? Aber wir können ja hier jetzt durch, da der Strom ja aus ist. Okay. Ah, da ist wieder so ein Aufpasser. Können wir hier hochklettern? Nicht weiter als den ersten Handgriff hoch. Oh, wir müssen, glaube ich, gleich hinter dem Wagen entlanglaufen. Debbie, hi, guten Abend. Oh, schnell, schnell, schnell. Oh Gott. Oh nein. Oh Gott. Da kommt das Licht, glaube ich, hin. Ah. Okay. Oh Gott, wir können es an dem Ding nicht festhalten. Wir müssen. Müssen. Oh Gott. Oh Gott. Lauf, lauf. Nein! Das sind alles Leichen, die wir da in den Räumen stehen sehen. Wir versteinern anscheinend dann. Okay, ich glaube, wir müssen rennen, um mit dem Wagen Schritt zu halten.
Ich hätte gerade laufen sollen. Mist. Knapp. Unser Fuß war im Licht. Nein! Oh nein. Okay, wir müssen da nochmal stehen bleiben. Verdammt! Ich dachte, wir können schnell durchlaufen. Mist. Sonnencreme nicht vergessen. Vielleicht sollte man sich hinter dem selbstfahrenden und im richtigen Rhythmus fahrenden Wagen verstecken. Das könnte eine Möglichkeit sein. Okay. Aller guten Dinge sind drei. Das gerade folgt es ja dem Wagen. Ob wir das nochmal so gut wie gerade hinkriegen. Gehen reicht nicht ganz, aber na doch. Guck dir auch den hübschen Wagen an. Okay. So. Die Stelle kenne ich. Ah, hast du das schon durchgespielt? Oder schon angefangen? Schaffen wir heute die 69 Tode? Ich hoffe ja nicht, ne? 69 wäre ein bisschen arg viel. Nein. Oh Gott. Oh Gott, lauf. Lauf, 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 lauf. Oh Gott. Oh Gott. Spring da hoch. Spring da hoch, halt dich fest. Und hopp. Okay. Natürlich geht die Tür auch noch zu. Ich habe eigentlich erwartet, dass sie auf Zeit vor uns zugeht und nicht hinter uns. Wie ist er sich überhaupt nicht wegen des selbstfahrenden Wagens gewusst? Stichwort Schiff. Was kommt jetzt? Zwergis! Hi! Bleibt stehen. Ich brauche euch. Ihr seid Sammelobjekte. Ich glaube, wir haben damit einen Abschnitt geschafft. Angefangen, deswegen kann ich auch noch ein bisschen schauen, will mich ja nicht spoilern. Ja, das kann ich verstehen bei so einem Spiel. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich weiß gar nicht, wie lang die Spielzeit insgesamt ist. Also ob das so wie Inside ist, dass man das eher an einem Abend durchspielen kann, oder ob das tatsächlich ein Spiel ist, was so, weiß ich nicht, vielleicht doch so 20 Stunden Spielzeit hat. Ihr seid Sammelobjekte. Jugend, das sind Zwerge. Oder Gnome oder sowas.